Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Ja, und ich habe ein, zwei Drohnen noch, aber ich glaube, das ist ja nicht so wichtig, weil ich brauche ja alle. Somit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Hier einmal Poseidon. Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay, ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Okay, ich dachte schon, die sagt noch generell was. Guck mal. Hallo, Aloy. Worüber willst du reden? Okay, Gefährten, Beta und so. Das ist schon interessant, eigentlich zu Poseidon sagt sie nichts. Also, ich schätze, Beta wird hier bleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie sollte ich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist... nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt, sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Senists ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. Ja, in einer gewissen Weise kann sie wohl schon noch helfen. Hoffe ich ja mal. Es sind gerade einige Leute hier und sie lernen. Alles über dich, die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Ja. Der Verlust der Apollo-Datenbank war zwar katastrophal, aber es kann noch viel aus den Daten, die du entdeckt hast, gewonnen werden. Zum Beispiel hat Val die letzten Aufzeichnungen jener durchgesehen, die während der Pharaoh-Plage ihr Leben verloren haben. Von ihren Hoffnungen und Ängsten zu hören, erfüllte ihn mit Trauer. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten, damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. War sicher ein toller Anblick. Es könnte noch möglich sein, einige zu sehen, wenn du die Kameras findest und an die Konsole dieses Raums anschließt. Ich werde danach schauen. Müsste ich ja schon welche haben eigentlich. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen. Er war wohl ein Mitglied von Far Zenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch, was er erreicht hat... Wasser, in der Wüste, eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. 1000 Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Far Zenith die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Eigentlich? Ja, okay. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. So, wir können noch, ich glaube zwei Drohnen waren's hier abgeben. Gucken, was da passiert. Ich denke, da passiert dann nicht so viel. Schau dir, was wir hier haben. Ach, nur eine? Okay, die haben wir.
Was passiert hier? Nicht großartig nichts, nicht mal so ein... Oh. Gefällt mir gut. Okay, es kommt doch so ein Bild, aber was können wir jetzt mit dem machen? Sieht natürlich interessant aus hier, wenn wir hier so stehen. Moment mal, komme ich hier raus? Hier komme ich raus. So, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Rede mit Val. Mal wieder. Val, irgendwo hier. Wieder hier bei Beta im Raum, oder? Hi! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitor auf Seher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elizabeth Zobek, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre, Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen.
Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer? Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Eiszonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zeniths selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und die Frage ist, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr über Tilda rausbekommen. So, begib dich zu Demeters Koordinaten. Dann ist der dritte dran. Schauen wir mal, ob der auch so weit weg ist. Ich denke mal schon, wenn ich so die Karte ein bisschen angeschaut habe. Ist ganz im Westen noch was. Ich denke mal, da müssen wir jetzt hingehen. So, schauen wir mal ganz kurz raus. Und dann sagt er 3445 Schritte. Sehr schön. Gucken wir auf die Karte. Ja, eben. Hier ganz im Westen. Aber ganz auch nicht. Also hier geht es noch ganz schön weit nach hinten. Können auch wieder hier das als Ziel setzen. Ein Langhals. Hier haben wir wieder so zwei so Außenposten. Aber einiges vor uns. Aber wir können zum Beispiel hier hinreisen. Die Wolken sind leer. Der Regen ist vorbei. Ich würde sagen, hä, wie Wolken leer? Was labert die?
Haben wir hier ein Maschinchen. Dann gucken wir mal. Dass wir einfach so querbeet irgendwie hier durch. Oh, hier sind glaube ich Berge. Sieht doch so ein bisschen höher aus. So einen leichten 3D-Effekt. Dass wir da irgendwo rüber laufen müssen. Aber ich denke, da gibt es wohl schon eine nette Passage. Noch einen Pfad. Wir folgen einfach mal so ein bisschen hier dem Weg. Oha. Rollrücken. Kann man den helfen mal kurz? Ja. Keine Ahnung, was du bist. Aber. Oha. Der Wind hat sich gedreht. Ich erledige dich. Macht denn der? So, hat er schon mal noch was abgeschossen? Okay. Jetzt stirb endlich! Erledige dich! Geschafft! So, das ist sehr schön, oder? Der richtig gut funktioniert. Ja, ganz ruhig. Bevor wir anfangen, können wir das hier noch kurz einsammeln. So, liegt hier noch was Schönes? Glaube ich nicht. Nichts abgeschossen oder weggeschossen. Du musst meiner Freundin helfen. Warte, langsam. Was ist los? Littell und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Den Zehen sei Dank, dass du da warst. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen. Ja, chill mal. Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich. Ich schulde dir was. Eigentlich wollten wir was anderes machen, aber... Come on. Es ist hier direkt erstmal hier im Umfeld. Wo muss ich denn hin? Welche Richtung? Ich hab's doch eigentlich aktiviert. Hier den Weg entlang, gar nicht so weit weg. Und hier wird's oben angezeigt, aber so wie hier den Langhals wird's nicht angezeigt, komischerweise. So, kann sein, weil ich das vielleicht noch drin hab. Wird hier trotzdem nicht angezeigt. Okay, dann halt nicht. Oh. Windkraftanlagen. Die andere Tenak sollte noch an der Straße sein. Hier für ein kleines Viech. Ich treff's gar nicht. Ein Warenschlitten. Ohne die Waren. Und die Tenak-Soldaten. Irgendwas ist ja faul. Es scheint, als ob die Tenak nach dem Angriff Waren bergen wollte. Ließ sie sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Ich dachte, ich kann hier was plündern. Da. Spuren von der vermissten Tenak. Hier waren das aber mehrere oder nicht? Hier sind überall so Kisten. Oh, da hinten. Was ist da los? Der Festes war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. Das muss die andere Tenakt sein. Hey! Vitar schickt mich! Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft. Ich dachte, wir wären beide tot. Weg mit diesen Maschinen! Okay, warte mal, was macht der hier eigentlich? Autsch! Was war das gerade? Was macht der da eigentlich? Okay, der greift ja auch an. Eigentlich ist mir irgendwie noch ein bisschen in Deckung. Und am Boden. Oh, okay, auch nice. Noch ein bisschen hier Steffi. Das interessiert ihr gar nicht. Gehen gar nicht auf mich richtig, gell? Okay, doch. Okay, doch. Ganz ruhig. Ich
Okay. Ich dachte, geht nicht auf mich. So, welcher war das? Der war der Schwache. Alter, wie die hier mal hinspringen, hä? Na, greift an, doch nicht. Oh, hier, voll gegen den komischen Pfahl. Mehr Maschinen kommen! Alter, was ist denn die von der hohen Stimme? Wow, ich treffe nicht. Alter, hier leuchtet alles irgendwie. Wo? Kommst du her? Alter, war das wirklich ein Headshot? Oh, du bist im Weg. Daneben. Ja, für den Stein. Im Sprung treffe ich nicht. Alter! Das ist gerade von Angriff. Ah. Das geht jetzt ab. Ja, ich falle hier runter. Nein! So, endlich mal hier der Down. So, was ist mit dem anderen los? Oh, ja, ist ja auch bald down. Wow. Ein bisschen Pflanzen oder Halbpflanzen sammeln. Zum Beispiel ein paar. Alter. Trifft mich hier fast. Jetzt kann ich hier aus dem Missionsgebiet rausrennen. Keine Ahnung. Wow! 3 Pfeile und 4 Damage gemacht. Noch mehr! Was ist denn los mit euch? Versteck mich. Was kommt hier? Krallenschreiter. Okay, das sagt mir gar nichts. Habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat mich auch noch nicht gesehen. Das nutzen wir noch ein bisschen aus. Wollen wir hier noch was zum Heilen? So, dann sind wir hier voll. Nein, hier habe ich geplündert. Ach, das ist der da, glaube ich, wo Regala mitreitet, oder? Sieht mal so aus. Na, Kollege, wo bist du jetzt? Wow. Na, Hallöchen. Angriff! What? Kommt der her? Okay, Verstärkung. Okay, sehr schön. Alter. Macht sich selbst hier in Flammen. Aua. Alter, Falter, hat der Damage. Hallo, schieß nicht auf mich! Was ist los mit dir? Was ist los? Geht immer nur auf mich? Auf die anderen. Die greifen nicht die anderen an. Jetzt haben wir hier 3 Leute. Wieso geht der immer nur auf mich? Ich tank. 1 Damage.
Und ich habe eine Schwachstelle getroffen. Okay. Aber gibt irgendwie auch nicht Sinn. Scheiße, eigentlich wollte ich da hochgehen gerade. What? So, danke. Okay. Wo ist er? Da hinten. So, können wir mal ein bisschen hier mich in Ruhe lassen vielleicht? Ich kann ein bisschen hochklettern. Oh, gut, oder? Ja, oh, daneben. Ja, hat er noch irgendwas hier? So, hier kann man ein bisschen Schaden machen. Ich hätte, glaube ich, zweimal den kritischen Treffer machen können, oder? Ich habe zu spät gecheckt. Alter, geht an! So, sind wir jetzt mal fertig hier. Ich kann nicht glauben, dass ich lebe. Ja, dank mir. Glaube ich mal. Vielleicht. So, den hier noch einsammeln. Dann können wir den kurz plündern. Und die Box hier noch. So. Alle wieder zusammen. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund. Ihr beiden. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.